herzlichen Glückwunsch. 30 Jahre Landestourismusverband Sachsen. Das ist wirklich ein hervorragendes Jubiläum, ein hervorragender Grund zum Feiern. 30 Jahre Landestourismusverband Sachsen heißt auch 30 Jahre aktive Lobbypolitik für den Tourismus. Ich durfte 12 Jahre lang als Präsident dem Landestourismusverband Sachsen dienen und das war für mich und ich hoffe auch für den Verband immer eine gute Zeit. Tourismuspolitik ist Wirtschaftspolitik, ist Mittelstandspolitik im besten Sinne. Die vielen Hoteliers, die vielen Betreiber von Gaststätten, die vielen Betreiber von touristischen Einrichtungen, all das sind Unternehmen, die von der Landkarte Sachsens überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. Der Landestourismusverband ist ja ein Dachverband, um den uns viele Bundesländer immer wieder beneidet haben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir es jetzt auf die 30 Jahre geschafft haben. Ich glaube, die nächsten 30 Jahre wird der Landestourismusverband Sachsen genauso wichtig sein. Es war eine hervorragende Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern im Landestourismusverband, die zu jeder Zeit motiviert waren, für den Tourismus zu streiten. Ob nun der Sonnenaufgang in der Sächsischen Schweiz oder späte Veranstaltungen im Tourismus, immer waren die Mitarbeiter des Landestourismusverbandes aktiv mit dabei. Und der Verbandsdirektor, der nun jeden Tag dieses Verbandes bisher begleiten konnte, Manfred Böhme, er trägt auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Anteil am Erfolg des Verbandes. Also 30 Jahre Landestourismusverband Sachsen sind eine Erfolgsgeschichte, die fortgeschrieben werden muss. Viele Grüße, Ihr Andreas Lemmel.